Ja, wir haben hier in Potsdam in der dritten Runde schwere Verhandlungen gehabt. Ich bin in der Bundestarifkommission und in der Verhandlungskommission. Und hier, es waren ganz schwere Gespräche mit den Arbeitgebern. Wir haben lange gesessen, gestern Abend oder heute Morgen um 12:45 konnten wir unsere Bücher wieder zuschlagen und erstmal eine Nacht drüber schlafen. Und heute Morgen in der Bundestarifkommission haben wir dann das nochmal alles neu bewertet. Es ist für unsere Kollegen, wir haben ja die Pflege und hier die Gesundheit in den Vordergrund gestellt. Für die ist auch nicht zufriedenstellend das rausgekommen, aber auch der allgemeine Teil, muss ich ganz ehrlich sagen, wir hatten viel höhere Forderungen und haben auch mehr erwartet, weil gerade der öffentliche Dienst ja so ein bisschen heranhängt. Und deswegen ist das ganz wichtig, dass wir das trotzdem hinbekommen haben mit den 1.300 Euro. Ich sehe es so, dass es ein schwieriges Ergebnis ist. Es ist kein Ergebnis, was wir uns schönreden müssen und jubeln müssen. Aber es war einfach nicht mehr drin. Das hat unterschiedliche Gründe gehabt. Zum einen haben die Arbeitgeber uns weiterhin erpresst mit dem Arbeitsvorgang, sodass viele Bereiche, wo wir was erreichen wollten, nicht möglich waren. Der Preis wäre zu hoch gewesen. Und das ist natürlich schwierig. Die Bedingungen machen es uns nicht einfacher. Wir müssen dringend für die nächste Tarifrunde die Arbeitskampfbereitschaft in den Ländern, nicht nur in den Unikliniken, sondern da haben wir sie, aber in allen anderen Bereichen deutlich erhöhen, um in Zukunft auch andere Bereiche deutlich verbessern zu können. Es sind ein paar gute Punkte dabei. Wir haben was für den Gesundheitsbereich erreicht, längst nicht das, was wir wollten. Ich finde, trotz der sehr schwierigen Bedingungen, die wir hatten, sowohl im Streik als auch bei den Verhandlungen, die wirklich äußerst zäh waren, ist das Ergebnis akzeptabel. Wir haben einfach mehr verdient, aber die Arbeitgeber sind da andere Meinung. Ich glaube, aus Verdi-Jugendsicht haben wir ein sehr gutes Ergebnis. Unsere Azubis gerade in den Krankenhäusern haben ja nicht nur eine ordentliche Zulage und auch eine ordentliche Vergütungserhöhung von 70 Euro, sondern dazu auch die Erhöhung der Zulagen. Und ich glaube, dass wir uns da wirklich auf die Schulter klopfen können. Das haben die sich hart erkämpft.